Herzlich willkommen zur neuen Folge hier bei 7 DSOD. Jetzt ist es soweit, wir werden mal reingucken, was hier zu holen ist. Ganz vorsichtig mit Maschinengewehr in der Hand. Man weiß ja nie. Also hier ist einmal schon alles verbrettert. Dann haben sie hier was Blech vorgemacht als Auto. Den Jungen werden wir gleich mal erledigen, weil er kommt so bald an unsere Nähe. Nicht so schnell gehen. Gut, er verfehlt. Gut, zum Thema Schleichen, ne? So, Nahbereich, gehen wir Pistole. Das da. Hier mal ein bisschen aufräumen. Da werden wir ganz kurz den mal nachladen. Dann. Der ist nachgeladen, das ist gefährlich. Wenn der Stacheldraht ist gefährlich. Ja, bin ich vorsichtig. Und dann werden wir ganz kurz uns das Messer wegnehmen und die Axt rein. Dann werden wir hier mal anklopfen. Ja, wir haben schon jemanden geweckt. Den haben wir nicht aufgeladen, typisch. Junge! Na, was fallen gelassen? Hey. So. Das Stacheldraht nehme ich auch weg. So, jetzt schlafen keine mehr, ne? So, wie gesagt, wir werden mal ganz aller Ruhe hier mal gucken. Und dann mal schön schauen, was wir hier finden, ne? Fangen wir oben an. Können wir garantiert was holen, ne? Also materialmäßig ist hier einiges zu holen. Tür haben sie eingespart, also da haben sie nur Holz genommen. Danke, dass du gewartet hast. Ja, mit Lautsprecher halt um dran, ne? Wir müssen hier rein, nützt auch nichts. Dann haben wir Ladenhahn, Nachladen, ne? Und dann kloppen wir hier an. Ich höre noch nicht auf, ne? So. Ein Hinweis. Bauen. Hier ist Tür offen. Aber ich werde mal einiges abbauen, montieren, Licht und so weiter zum Beispiel. Ne? Also zum Beispiel. Ja, aber so eine Granate wäre nicht schlecht, ne? So, mal gucken hier. Ja,
Ihr habt ein bisschen mehr Schuss. Das ist jetzt hier im Haus. Da ist Blech vor. Da kommen wir nicht rein. Beziehungsweise nicht raus. Also hier ist schon mal eine Munitionskiste, das ist mal gut. Die nehmen wir auch gleich. Silber. Munition, nur 8 Stück. Mal ganz kurz mal nachschauen. Oh ja, gut. Finde ich mal enttäuschend, wenn er so. Wow. Ist auch nur eins, wow. Wenn er so klappert, ne? 1000 Metall ist heftig. Was ist hier hinter? Bisschen Geld und Wasser. So, da wird man wieder auf Munition gehen, auf Pistole oder auf Abgun. Das Garagentor, denke ich mal. Ja, so viel ist gar nicht los hier, ne? Ja, und wieder überladen, ne? Gehen wir nach oben. Unten war nicht viel. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Viel Metall haben sie hier eigentlich verarbeitet, ne? Dieser Geier. Das Mistvieh. Nehmen wir eine Axt mit. Und hier haben wir schade, dass wir nicht so viel mehr. Also Leitplanke haben sie umgenommen. Ja gut, okay. Viel Beute gab es ja nicht. Aber ich denke mal, wir müssten mal gucken. Da war die Garage, da war das. Da war die Metalltür. Okay. Samen. So. Rezepte. Verband. Fertigen wir das mal, ne? Dann können wir nämlich den Samen mitnehmen. Das war nicht unbedingt notwendig, aber gut. Man nimmt so einiges mit. Messing wäre nicht schlecht gewesen. Oh, Koffer. Wollte jemand noch weg? Sauber. Habe ich keine Munition mehr.
Na gut, können wir das Gras rausnehmen, ne? Also Munition können wir nicht hier liegen lassen. Und wer braucht schon Gras, ne? Das sind Cobblestone, also hier Pflastersteine. Das ist schön. Schlaf weiter, Junge. Ach, hier war Eingang gewesen. So eine Klimaanlage wäre nicht schlecht, ne? Ist das sowas hier? Na, das ist ja nur Bretterbeschlag. Sieht eher aus wie ein Ofen. Säure! Was können wir entsorgen? Was können wir nicht, das brauchen wir gar nicht mehr. Ach, Leben können wir hier lassen. Wir brauchen schon Leben, ne? Das kriegen wir immer jetzt überall zur gleichen Zeit besorgt, ne? Das Leben ist nicht das Problem. So, haben wir mehr alles. Denken wir haben nicht übersehen. Jetzt fahren wir mal zurück. So mal das Moped. Und lieber Pistole in der Hand nehmen oder Gewehr oder eine Binde bringt auch nichts. Aber Gewehr schon mal nicht schlecht. Falls noch eine Überraschung kommt. Ich meine, mit der Axt tue ich es auch entschlagen, ne? So, wo ist Moped? Wo bist du? Ah, da hinten. Sarah so da hinten. Vor der Nase. So. Ich dachte mal mehr holen, ne? Aber gut, ist nicht. Bleib mal übersehen, kann auch sein. Schließ ich mal nicht aus. Ups. Allee. Ja, flink der Bursche. Ja, die Holzdinger sind nicht schön, ne? In die Straße kommen und dann wieder Richtung nach Hause. Straße haben wir schon mal. So, Richtung Grün, ne? Der Rest ist nicht gerade richtig, glaube ich. Süden, da bin ich eher zur Wüste. Wir fahren Richtung Norden. Da ist es bestimmt ein bisschen kühler. So heiß mag ich es auch nicht. Oh, es hat 6, ich denke, sonst ist es spät. Ja, heute mache ich ein paar Aufnahmen für Zerren DSD. Bisschen weiterkommen in der Geschichte hier. Lass ich mal krabbeln. Ich habe ein bisschen was heute gefunden. Ja, wir haben es begrüßt. Und grüßen dann immer so schön. Ich bin leider voll, dann wird man hier noch reingehen im Haus. Ah, ich sehe schon die ersten grünen Bäume. Hier muss ja ein Feuersturm gewesen sein oder irgendergleichen. Also gibt es aber einige Autos, aber wenn man so Gepäck so leer ist, ne? Also muss mal schauen. Nur einiges ins Auto rein, Moped reinkriegen, außer schon. Auto wäre nicht schlecht. Den mal gleich erledigen. Sich dann den Auto nehmen. Wieder nehmen. Gar nicht. So. Ich will nämlich hier ein bisschen was gucken. Und dazu muss ich mir mal ein paar Sachen
rüberschieben, die wir jetzt so nicht übereinander legen können. Gold, Silber, ja, das ist gut. Also Schatzkarte hat sich gelohnt. Ne? So was hier zum Beispiel werden wir garantiert nicht normal finden. Magnum haben wir oben drin. Picke, Kochtopf. Können wir verpacken, aber gut. Ja, Eisen. Das brauchen wir gleich. Das gute Stück, das kann man nicht gebrauchen. Tabletten haben wir auch schon 10 im Lager. Knochen. Faultes Fleisch. Antibiotika. Binde lassen wir hier. Lassen. Das können wir überlegen. Gut. Hier was verteile ich fürs Bauen, Lampen und Elektronikparts und mechanische Parts, also mechanische Teile, elektronische Teile. Pilze. Ich habe gerade einen Geier gesehen. Dann machen wir jetzt. Dann nehmen wir die Schrotflinte. Hau ab, du. So, Autos. Säure, ja, fein. Bisschen Benzin ist auch nicht schlecht. Federn, Kühler, ja, Kühler macht 50 Schuss ungefähr. Denn das brauche ich reichlich normalerweise. Das gebrauchen können. Kaffee. Naja, die bessere ist, ne? Benzin. Oh, Kühler, 100 Schuss. Die nächste Zombie-Nacht ist wieder gesichert. Mich überladen. Ja, der Gas kommt nicht mehr. So, zum Muppel zurück und weiter geht's. Ich glaube, der Geier ist hier in der Nähe. Schatten habe ich gespürt. Müssen wir eigentlich reingehen, aber ich bin total überladen, hat keinen Zweck. Das muss man ein andermal machen. So, jetzt zu. Also zwei Kühler ist eine gute Ausbeute. Mit dem kann ich leben. So, wir fahren zurück Richtung zu Hause, in Anführungszeichen, und dann geht er erstmal auspacken. Und beim Auspacken, denkt man, wollte ich dabei sein. Also da habe ich eh genug Chaos. Ja, und dann werden wir sehen, was wir weitermachen, ne? Jetzt haben wir spät abends, wo wir eher Reparaturen anfangen. Müssen mal gucken, wie wir jetzt nach Hause kommen.
Richtung Symbol Heimat. Oder ich unbewusst mal ein paar Sachen entdecken. Hier ist Bibliothek, glaube ich. Oder Bücherladen. Da müsste unser Zuhause links sein. Oder hier rechts. Da ist die Stadt. Dann nur die Richtung fahren. Super Straßen haben wir hier. Super Straßen, also perfekte Straßen. Ja, liebe Leute, das soll es vorher gewesen sein. Ich fahre jetzt so nur nach Hause. Es gibt nichts viel zu erleben. Gibt auch nicht viel zu erzählen bei der ganzen Sache jetzt. Ja, wir fahren. Oh, war noch ein Päckchen. Ja, wir sind eh voll überladen, ne? Benzin ist alle. Ha! Passiert nichts, ne? Gut, das machen wir noch mit. So. Ey, tanken du, nicht Moped schießen. Oh, 78. Ja, das Gewehr ist böse. So, liebe Schauer, das soll es vor dem Winter sein. Ich sag mal schön, danke fürs Reinschauen. Mal tschüss und ciao. Bis vielleicht zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Ne? Tschüss.